Willkommen zu Portal Knights. Ebenfalls ist dies hier ein Dice Your Luck Video, das heißt, ich probiere es aus und ihr seht auch, das Video geht schon eine ganze Weile. Also es ist kein kurzes Video. Aber es ist auch ein Video wie bei Gwent. Obwohl Gwent ja jetzt nur eine Beta ist und bei Portal Knights, das ist jetzt das volle Spiel. Es ist keine Demo, es ist das volle Spiel, ich habe es mir gekauft. Und da ist jetzt die Frage, wollt ihr mehr von sehen? Wollt ihr vielleicht Start offline? Ja, natürlich starte ich offline. Ich will nicht mit anderen Leuten zusammenspielen, ehrlich gesagt. Wollt ihr, dass ich dann... Oh, das ist zum Beispiel ein Charakter, den habe ich gemacht. Den habe ich nach dem Charakter von meiner Frau ähnlich gemacht. Weil sie mag es halt, so einen Charakter mit lilanen Zopf, sage ich jetzt mal. Aber ich werde diesen auch... glaube ich, löschen, weil ich dachte, das wäre halt ein Testcharakter. So, wir fangen mit einem neuen Charakter natürlich an, ist ja klar. Da oben nervt mich kurz was, Moment. Ich muss hier was an meinem Fernseher kurz verändern. So. Gut. Jetzt kann ich auch loslegen. Ich nehme natürlich jetzt einen Mann. Ich nehme einen Mann. So. Okay, das Spiel ist ein bisschen laut. So, so ist besser. Krieger finde ich ehrlich gesagt, ihr könnt ja mal hier ein bisschen lesen. Die Kriegerklasse fokussiert sich auf direkten Nahkampf, um Gegner mit ihren mächtigen Schwert- und Axtangriffen zu besiegen. Die Krieger verwenden Kampfschrei, um ihre Gruppe zu stärken und ihre Feinde zu schwächen. Ist ganz interessant. Aber Krieger hatte ich jetzt getestet. Ihr habt es ja gesehen gerade eben. Und ja, es hat eine ganz standardmäßige Klasse, hat ein bisschen was vom normalen Kampfsystem. Ist halt eher... Ja, ich weiß nicht. Krieger hatte ich auch jetzt schon bei Teso. Noch ein Krieger muss nicht sein. Der Waldläufer. Die Waldläuferklasse benutzt ihren schnellen Bogen, um Gegner aus der Ferne zu besiegen. Mit speziellen Bomben kann er Feinden und Blöcken gleichermaßen einheizen. Finde ich schon mal ein bisschen interessanter. Wäre auch, glaube ich, meine Wahl. Denn Magier haben wir jetzt ja auch schon bei Skyrim. Die Magierklasse verwendet zerstörerische Zauber, um Gegner zu besiegen. Mit Sensen und Zauberstäben können sie sich sowohl im Fern- als auch Nahkampf verteidigen. Okay, das ist interessant. Aber ich bin doch eher der Waldläufer. So, dann haben wir das schon mal. Ja, denn das hier könnte ein komplettes, ich sag jetzt mal, Let's Play werden, wenn ihr Bock drauf habt. Natürlich alleine. Es ist kein Koop-Ding, weil ihr wisst ja, Spiele, die neu für mich sind, will ich lieber alleine machen, damit nicht zu viel Hektik kommt. Und das hier ist eine Männliche, ja doch, das ist eine männliche Frisur, okay. Deswegen bleibe ich jetzt ehrlich gesagt beim Solo-Trip. Und ich hoffe, ihr, ja, wenn ihr das wollt, dann entweder bei Google Plus liken, hier liken oder einfach einen Kommentar schreiben von wegen, yo, ich will das, das zählt am meisten. Das soll eine männliche Frisur sein? Okay. So, nee, so einen Bob wollen wir nicht. Wir suchen uns jetzt mal unsere geile Frisur. Ah, so ein Punker ist schon geil, oder? Also, ah, so ein Sidecut, ja. Nee, 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 nee. Nee. Nein. Nein. Ich suche eher was, was kurze Haare hat, aber... oder sowas. So eine Haare hatte ich ja auch schon mal fast. Nur nicht ganz so groß. Nee. Nee. Sowas vielleicht. Nee. Gott. Es sind alles Frisuren außer dir. Die geht halt noch, vollkommen klar. So, ein Bart. Will ich so eine Art 3-Tage-Bart. Ja, sowas schon eher, bloß nicht so viel. Ich glaube, das mit dem viel, das geht gar nicht anders. Das sieht schon ein bisschen putzig aus, muss ich sagen. Nee, dann lieber gar keinen. Dann lieber keinen. So, ich habe braune Haare. Also eher so ein Braun oder so ein... Eigentlich habe ich eher so ein Hellbraun. Ich könnte mir natürlich auch grüne Haare machen. Ist ja ganz normal. Obwohl, es gibt ja Leute, die haben sowas. Nee, orange jetzt nicht. Ja, so, so ungefähr, ja. Aber wir sind auch gar nicht fertig. Jetzt kommen die Ohren. Den Ohrring habe ich tatsächlich nicht. Knochen schon gar nicht. Autsch. Nee, und Dumbo bin ich auch nicht. Nee, ganz normal. Ja, okay, schwarz ist ein bisschen zu, also das ist ein bisschen zu schwarz, aber gut, es gibt ja auch solche Menschen, darf man ja nicht vergessen, ne? So die Augenform, ich finde die eigentlich schon recht gut, also die eins merke ich mir mal,
Nee, so eine ungeöffneten. Das sieht mir zu japanisch aus. Das ist eigentlich auch zwar sehr japanisch, aber es passt auch nur die 11. Die 1 ist auch irgendwo zu freundlich. Also ich glaube, die 11 wäre doch schon die bessere Wahl. Ja, komm. So, die Augenfarbe passt schon. Ich hab nämlich blaue Augen. Aber mehr so ein helleres Blau. Kein dunkles. So. Weil es gibt immer drei Farbarten von jeder Farbe. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal die helle blaue Variante. So, der Mund. Na, unbeeindruckt. Oh, könnte besser sein. Oh. Nee. Freundlich will ich auch nicht sein, aber auch nicht böse. Geil. Das ist so nice. Nein, Quatsch. Nee. SpongeBob. Okay. Oh Gott, das ist volle Kanne SpongeBob. Nee, so eine geöffneten Wunder, da fliegen ja die Fliegen rein. Das ist schon eher was. Das ist sehr gerissen eigentlich. Ja, doch, das ist sehr gerissen. Das ist nicht. So, die Stimme. Nehmen wir einfach mal den. So, und ihn nenne ich natürlich so, wie ich heiße, Sascha. Zack, erstellen. So. Ja, 7 Minuten fast. Kann man besser machen. So, Universum 1. Ja, das war mein Universum, was ich mit dem anderen Charakter gespielt habe. Lösche ich natürlich auch. Hätte ich zwar bestehen lassen können, aber nö. So. Wie nennen wir es denn? Einfach YouTube oder... Ja, ich nenne es Alchemist. Jawohl. Alchemist. So. Die Größe. Klein ist natürlich immer so eine Sache, ne? Fürs Let's Play wäre es natürlich schon geeigneter, oder? Was sehen? Ja, komm, mach mal klein. Ich weiß, viele werden jetzt denken, oh Gott, du nimmst doch immer so riesige Sachen, aber... Nee. Hier nur klein. Wenn ihr wirklich ein Let's Play wollt. Die Welt aber... Oh, ich habe das gerade alles weggedrückt, ich Idiot. Ups. Das tut mir leid. Das war jetzt so ein Reflex, so von wegen, ich will anfangen, endlich. Ach man, da habe ich schon mal Negativpunkte gesammelt, aber okay. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ist ja jetzt nicht so deep die Story von wegen, ja. Oh, jetzt lädt es aber ganz schön schnell. Also ich hoffe, ihr könnt mir Junkers Hügel. Stufe 1, jawohl. So, Aufgabe abgeschlossen, umsehen. Verwende er, um dich zu bewegen. Habe ich auch gemacht. Hallo, ich hab's gemacht. Uhu. So, X um zu springen, zack. So, drei Gründe, Rucksack zu öffnen. Ja, hier hat man nämlich sein Inventar. Dann soll ich nämlich den Heiltrank platzieren. Das mache ich mal hier daneben. Obwohl, Heiltrank brauche ich nicht so oft. Das mache ich mal hier hinten hin. So. Genau, man kann nämlich hier auch bei dem Spiel zwischen First Person und... Third Person. Oh, wir haben ja unseren Bogen, stimmt der. Okay. So, aber ich bin eher so der. Obwohl, beim Bogen weiß ich nicht. Da bin ich, glaube ich, eher der First Person-Typ. Muss ich mal gucken. So, und jetzt sollen wir schon jemanden angreifen, alles klar. Scheiße auf Abbauen. Wir greifen jetzt erstmal da hinten den Blob an. Oh! Ach, guck mal, der zählt auch so automatisch. Oh! Oh! Stopp! Jawohl. Ja, wir können nämlich ähnlich wie bei Minecraft Sachen craften. Aber das funktioniert doch noch ein bisschen anders. Denn das Spiel ist halt eher auch, glaube ich, so eine Art später wie eine Art Diablo. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß es nicht direkt. Aber es hat auch sehr viel mit Looten zu tun. So, wir können jetzt hier so eine geilen Steine herstellen. Die brauchen wir nämlich später, um ein neues Portal zu machen. Oh, jetzt habe ich sogar eine Trophäe. Nice. Bei der Testversion gab es anscheinend keine Trophäen. So, die Steinspitzhacke, die brauchen wir, um schneller Stein abzubauen.
Ich habe hier auch Steine im Inventar. Ach, Erdblöcke. Ja, ganz ehrlich. Das hier brauche ich schon mal nicht. Das hier auch nicht. Und Wasser auch nicht. Ja, die vielleicht noch später. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Inventar nicht auf der Tab-Taste ist. Das finde ich ein bisschen doof. Ich weiß nämlich nicht, was auf der Tab-Taste ist. Vielleicht kommt das noch später. Aber wir sollten jetzt erstmal Stein abbauen. Hier unten ist zum Beispiel Stein. Dauert ein bisschen, kennt man ja auch aus Minecraft. Ah, sogar Trophäe. Ja, nice. Wahrscheinlich gibt es fast dieselben Trophäen, wenn man jetzt auch noch im Koop spielt. Aber das Spiel kann man auch lokal spielen. Also, ihr braucht nicht zwingend Online-Freunde. Ihr könnt auch einfach euch einen Kumpel nach Hause schnappen und dann mit seinem Account dann hier zu zweit spielen. Ob es dann Splitscreen ist und auf 30 FPS läuft, weiß ich nicht tatsächlich. Ich habe da keine Ahnung von. Ich habe mir das, wie gesagt, frisch gekauft. Wir können theoretischerweise jetzt auch schon eine Spitzhacke machen, bin ich der Meinung. Ne, wir brauchen noch Holz. Zuerst mal den Pilz abbauen. Denn Pilze sind, glaube ich, fürs Kochen später da. So, jetzt können wir es schon machen. Jetzt können wir uns schon eine Steinspitzhacke basteln. Und auch so einen geilen Schleifstein. Was zur Folge hat, dass man seine Sachen, die schon ein bisschen kaputt sind oder fast komplett, da kann man nämlich hier die Haltbarkeit wiederherstellen mit Schleifstein. Das ist eine sehr coole Sache, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob es das auch in Minecraft gab, aber ich glaube jetzt einfach mal nicht. So, wo ist denn meine Spitzhacke? Die ist hier. Na, mach ich mal hier hin. Das hier kann weg. Das kann auch weg. Das auch. Das auch. Ah, Setzlinge mache ich mal hier so hin. Ist auch ein Setzling, ne? Ist das ein Setzling? Ja, ein Samen ist ein Setzling. So, Portaldinger mache ich mal hier hin. Ich mag es mehr geordnet tatsächlich. Deswegen nicht wundern. Verbrauchsgut. So. Ja, sieht doch nice aus. Oh, das ist ein Smaragd-Papagei, das ist auch ein Gegner. Den können wir natürlich sofort schon anvisieren und kämpfen. Zack, zack. Okay, der Archer ist schon ziemlich OP, weil er so halt wegen der Reichweite und so. Und ja, mit der Spitzhacke können wir alles schneller abbauen. Also egal welcher Block. Bisher jedenfalls. Egal ob Bäume, Steine, alles mögliche. Und wir werden jetzt auch mal ein bisschen abgrasen. Damit wir schon mal einen kleinen Vorrat haben. Repariere die kaputte Werkbank. Altes Bauernhaus. Ach, das ist ein Bauernhaus. Das gab es bei meinem anderen Charakter gar nicht. Auf der ersten Insel. Jedenfalls habe ich das nicht gesehen. Vielleicht war ich auch wieder blind. Da hinten ist auch irgendwas zum Zielen, ne? Erstmal ein bisschen Holz farmen. Kennt man ja irgendwoher, ne? Oh, was ist denn hier eigentlich? Ach, das ist so eine Art kleiner Dungeon, den kenne ich schon. Den hatte ich mit meinem anderen Charakter auch. So, finde hohe gelegene oder hochgelegene Aussichtspunkte, um einen besseren Überblick über die Insel zu bekommen. Später werde ich das auch tatsächlich so machen, dass... Ja, das hier ist zum Beispiel so eine Art Dungeon. Das heißt, hier ist noch ein Schatz. Ich werde das dann noch so machen, dass ihr später, wenn es... wo ich einfach mal quatschen will. Egal, ob politisch oder nicht. Obwohl ich ja eigentlich politische Themen eher so nicht so mag. Weil davon hat man schon genug. Von wegen ISIS und so ein Müll, ne? Ihr wisst Bescheid. Leute, jetzt habe ich von hier den Busch da hinten platt gemacht. Alter, wie ist denn die Entfernung bitte? Okay, das ist auf jeden Fall ganz, ganz krass anders als Minecraft. Aber gut, ich werde ja auch schon wieder Vergleiche ziehen, ey. Das ist ähnlich wie mit The Search und Dark Souls. Ich würde keine Vergleiche eigentlich ziehen. Ist ja hier auch kein Survival-Game. Man hat keinen Hunger und sonst sowas. Was ich schon mal sehr gut finde.
Das ist zum Beispiel grün. Keine Ahnung, was das jetzt heißt, dass hier zum Beispiel nichts ist. Mit deiner Spitzhacke baust du Blöcke sehr viel schneller ab. Das weiß ich, danke. Ja, da gehen wir hin, wenn es ein bisschen dunkler ist. Ich werde jetzt hier, gerade wenn es auch hell ist, ein paar Materialien sammeln. So. Jetzt gucken wir mal wieder in unserem Inventar nach, was wir so haben. Was ist das? Baumwolle. Eine Zutat. Sonstiges, sonstiges. Ja gut, das ist ja hier, ne? Ja gut, jetzt haben wir das Problem, wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Hm. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde gemacht. Aber okay. Holz kommt zu Holz. Ach, 50 ist der Stack, okay. Alles klar. Gut, dann muss ich wohl... Ja, das Inventar ist wirklich ein bisschen klein. Also ich glaube, da mache ich Blöcke allgemein hier hin, so. So, hier ist auch nochmal Holz. Das kann ich jetzt auch hier hin... Scheiße. Ja, damit muss man noch ein bisschen zurechtkommen hier, ansonsten... Was ist denn das eigentlich? Verbrauchsgut, okay. Das hier ist eine Zutat? Ah ne, Zutat kommt hier hin, ne? Jawohl. Ja. Okay, dann haben wir ja bisher alles. Was können wir uns denn so basteln? Wir können uns eine Werkbank bauen, das ist schon mal gut. Ja. Stellen wir gerne her, denn wir brauchen die ja für ein neues Portal. Das ist übrigens die Weltkarte. Ich habe ja jetzt eine kleinere Welt genommen. Obwohl ich jetzt nicht ehrlich gesagt weiß, ob das jetzt hier auch damit zu tun hat. Hier haben wir übrigens unseren Charakter. Man kann auch Helmanzeigen machen, aber das würde ich auch tun, ganz ehrlich, weil hier ist mir das egal. Attribute und Talente gibt es auch. Aha. Gar nicht mal so wenige. Wusste ich zum Beispiel nicht, dass es auch Talente gibt. Ja. Ja, dann kämpfen wir mal ein bisschen, ne? So, ich werde jetzt nur noch erstmal ein paar Münzen sammeln und alles. Also Holz und so haben wir jetzt erstmal genug. Ihr seht es ja, oder ihr habt es ja besser gesagt gesehen. Essen haben wir auch genug. Ich weiß gar nicht, wofür wir das Essen brauchen. Wahrscheinlich, um irgendwelche Tränke herzustellen. Gehen wir doch mal hier hin. Was heißt denn das? Wenn ich das kaputt mache, macht das irgendein... Ja, ich kann es kaputt machen. Das dauert ja ganz schön lange. Ich hoffe, dass mein Bogen das aushält. Nee, das wird er nicht aushalten. Bleibt das dann auch so? Harold bleibt so. Das ist interessant. Ich glaube mal, das gibt echt irgendwas Geiles, wenn man das kaputt macht. Das geht gar nicht weiter kaputt, oder? Ah, doch, aber ganz, ganz langsam. Alter Vater, das geht so langsam. Boah, das ist ja... Macht das was, wenn ich das hier... Nee, das macht keinen Sinn. Boah. Das ist hart. So, gib mir mal meine ganzen Sachen. Was sind eigentlich diese... Ach, das sind Herzen. Okay. So, ich weiß nicht, ob was in den Kisten sein kann. Ist mir auch gerade ehrlich gesagt kurzzeitig egal. Ich muss hier kaputte Werkbank dingsen. Werde die Kisten los und hol dir die Beute aus den Kisten. Ah, aus denen hier. Oh. Ey, die schweben ja einfach so. Oh, hopp, hopp, hopp. Oh, mein Bogen macht gar nicht mehr so viel Schaden. Deswegen. Okay. Oh, ich werde angegriffen. What? Nein, ich will doch nur... Scheiße, ich bin verwirrt mit den Tasten. Oh.
So, weg ist er, ey. Holy moly. Ich bin aber auch echt gerade eine Nudel, ne? Ich bin gerade eigentlich ausgewichen, aber er macht es einfach manchmal nicht. So. Erstmal hier richtig viel sammeln. Ein bisschen Geld, ein paar Herzen wieder. Das brauchen wir. So. Benutzen. Auf Werkbank aufrüsten. So. Platziere 5 veredelte, stand da gerade. Platziere 5 veredelte Holzblöcke, um die alte Farm wieder aufzubauen. 5 veredelte Holzblöcke. Was ist denn hiermit eigentlich? Kann ich damit irgendwas machen? Geht das nicht kaputt? Sieht. Doch! Okay, das kann man alles kaputt machen, das ist gut. Moment. Ja, so geht es noch ein bisschen schneller. So, veredelte Holzblöcke. Ah ja, ich verstehe. Aber für mich ist das kein Stück aufgebaut. Nein, was mache ich denn hier? Hä? Okay, da oben komme ich nicht hin. Ich muss mal ganz kurz hier eine Dings bauen. So, da, hier fängt Stroh an. Habe ich denn Stroh? Ne, habe ich nicht. Ich werde da trotzdem so ein Dach einfach mal bauen. Provisorisch. Oh, ups. Ja, da werde ich mal. Wenn ich baue, dann mache ich mal lieber in die First Person. Ist doch ein bisschen angenehmer. Ich glaube, dafür ist das auch eigentlich hauptsächlich da, damit man ein bisschen besser koordinieren kann. So. Ja, besser koordinieren, ne? Mhm, genau. So. Auch wenn der Block gerade ein bisschen nervt, so auf Dauer. Kann man da nicht irgendwas einstellen? Kamerasensitivität, Third-Person-Kamerawechsel Standard? Achso. Okay. Nee, das will ich nicht. Mal gucken. Sichtfeld, First Person, bisschen höher, würde ich mal sagen. Mal gucken, wie das aussieht. Ah ja. Das FOV ist ein bisschen besser jetzt. Field of View nennt man das übrigens. Aber ich glaube, das wisst ihr alle. Ihr seid ja nicht dumm, ne? Hoch da so. Wir wollen ja jetzt noch ein bisschen das Dach vollenden. Oh, hier ist noch eine Lücke. Hier ist allgemein noch ein bisschen was fail. So, noch irgendwo was fail? Ich weiß nicht. Das denke ich recht gut aus. Ah, komme ich da oben ran? Ja, da war es doch gerade. Da war es doch da. Komm. Komm. Jawohl. So, gehen wir noch mal ein bisschen höher. Zack, zack. Ich weiß, ich mache hier gerade einen Fehler, glaube ich. Oh. Tatsächlich, das war eigentlich so gedacht. Oh, okay. Ich verstehe meinen Fehler, den ich gerade eben getan habe. Jetzt wegen dem Bauen. Boah, ich habe hier gar keine Fackel. Kann ich nicht irgendwie eine Fackel noch anmachen? Das ging doch auch, das weiß ich doch. Ich weiß das.
Nee, Moment. So, wo ist meine Fackel? Ah, da ist die Fackel. So, ich mach die mal hier ran. So, dann sehe ich nämlich ein bisschen was. Da muss ich jetzt nicht kaputt machen. Doch, da muss ich kaputt machen. Da muss ich nicht. Oh, man sieht gerade gar nicht die Spitzhacke. Das ist angenehm. Kann das nicht bei den Blöcken so sein? Die Spitzhacke stört mich nicht mal. Ja, da oben, der ist, glaube ich, auch fail. Obwohl, ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht so recht. Es sieht scheiße aus, aber ganz ehrlich, ist mir so gerade ein bisschen egal. Warte mal. Können wir das mal wegmachen? So, zack. Jawohl. Kann ich das öffnen? Ne, irgendwie nicht. Hä? Muss ja wohl Fenster öffnen können. Oh, ich kann es kaputt machen. Okay, nein. Das sieht wirklich scheiße. Ah, weißt du was? Schnurz. Wenn wir unser eigenes Haus irgendwann mal bauen werden, weiß ich nicht, glaube, denn dafür ist das Spiel einfach nicht gemacht. So, dann kommen ja auch keine Gegner rein, erstmal. Gut, was können wir denn hier so an der Werkbank machen? Bestimmt ganz viele neue Sachen. Wie zum Beispiel, oh, das ist was für uns hier, aber dazu brauchen wir irgendwas anderes. Nutzung benötigt, Mechaniker. Achso, das sind irgendwelche... Ach, die kann ich eh nicht tragen, weil ich ja kein Magier bin. Ah, ich verstehe. Tooltip-Modus. Ah, das ist Baumwollstoff. Baumwollstoff. Okay. Wie kann man Baumwollstoff denn herstellen? Ah, nur Holz. Wow. Holzbogen habe ich doch. Wozu brauche ich das? Skizziertisch? Weitläuferstation. Was macht die denn? Amboss hört sich mal sehr... Oh, eine Truhe ist natürlich super. Schmelzofen ist auch nicht schlecht. Dafür brauche ich einfach nur ein paar Steinblöcke. Ein Altar, Kupfererz. Verzierter Ruinenstein... Alter, was ist das denn? Schutzwall? Okay, das ist hart. Ach, Bomberstoff, guck einer an. Ach, für mehr habe ich gar keinen Platz, kann das sein? Ach, ich habe gar keine Baumwolle mehr, deswegen, okay. Kann ich das noch im Inventar machen und dann einfach craften? Geht das auch? Ja, es geht. So, was bringt denn jetzt erstmal am meisten Rüstung? Ich würde sagen, den Speer kennen. So, den will ich mir auch anziehen irgendwie. Ausrüsten. Ah, guck mal an. Ah, cool. Es gibt sogar einen Umhang. Oho. Und Ringe. Oder einen Ring, besser gesagt. Der Ring. Okay, cool. Finde ich interessant. Also wir brauchen jetzt Baumwolle. Na, dann holen wir uns mal Baumwolle. Wenn ich einen Block... Ja, ein Block reicht. Okay. Ja, ich spiele ein bisschen mal in der First Person. Mal gucken, wie das mit den Kämpfen dann wird. Auch wenn das mit den Springen hier ein bisschen dann doof wird. Oh! Okay, ich muss sagen... Nee, die Third Person, die passt schon eher zum Spiel. So, ich suche jetzt... erstmal den Kampf. Keine Ahnung, wozu auch das Geld da ist. Ich habe keinen Plan. Ich esse mal kurz was. Mal gucken, was das bringt. Ich nehme mal hier so eine geile Beere... Okay, kann ich nicht essen. Okay, man kann es einfach essen, ja. Okay, brauche ich jetzt aber nicht. Ach, guck mal, das andere Essen, das hat auch dann automatisch einen Cooldown, damit man nicht sich unterschiedlich viel Essen einpackt. Interessant. Ja, wir sollen jetzt die vier blauen Steine da einsetzen, aber ganz ehrlich, nee, mache ich noch nicht. Nur Portalritter wissen, was jenseits davon liegt. Bereite dich gut vor, bevor du gehst. Ach, ist das das Portal? Ich dachte, man soll das hier aufbauen. Warte mal.
Teleport Portal benutzt Portal, man. Ja doch, das ist ja hier für andere Welten, aber was ist denn das da? Oder ist es doch dieses Portal? Ich habe keine Ahnung, ne? Ich weiß es nicht. So, wir suchen Baumwolle. Da ist Baumwolle. Hier auch. Kann ich nicht irgendwie ein Bett bauen, dass ich Tag haben kann? Das wäre sehr nett. Tag gefällt mir doch ein bisschen mehr als die Nacht. Oh, jetzt habe ich sogar aus Versehen den Erdblock mit abgebaut. Ah, scheiße, ich habe gar nicht gesehen, dass das so nah ist. So, erstmal ja alles sammeln. Ich möchte in der Folge auf jeden Fall noch Stufe 2 werden. Aber das hier ist doch einfach gar nichts so irgendwie. Aber ich wette mit euch, dass man das Ding kaputt machen kann. Ich will noch Level 2 werden, um mal zu wissen, wie das mit den Charakterpunkten ist. Doch, da fand ich den Nahkämpfer doch tatsächlich ein bisschen spannender. Oh Gott! Einfach weil man da nah an der Gefahr ran, an die Gefahr ran muss. Fand ich das ein bisschen interessanter. Leute, wir gehen jetzt mal hier noch kurz rein. Ja, komm, wir gehen mal hier rein. Können wir auch noch ein bisschen Steine holen. Oh! Was? Stufenaufstieg, roter Flammenrubin. Dich kenne ich noch mit meinem anderen Charakter, aber die sind nicht wirklich gefährlich. Oh, was habe ich denn jetzt alles bekommen, ey? Erstmal 3 Attributpunkte, so. Was macht denn Geschick? Wirkt sich auf die Fähigkeit zu zielen aus. Jeder in Geschicklichkeit vergebene Punkt erhöht den Schaden deiner Distanzangriffe. Zack. Das ist Zauber, das war auch Zauber. Beweglichkeit ist noch ganz gut. Bewegungsgeschwindigkeit ist auch super. Das brauchen wir gerade mehr. Okay, Bogenspezialisierung. Erhöht Schaden mit Bögen. Ja, was anderes habe ich ja gerade nicht. Warum nicht? Ja. Alles klar. Erhöht Schaden mit Bögen. So, wo ist denn jetzt unser Rubin? Da unten ist unser Rubin. Was kann denn der? Eine Zutat. Wir brauchen unbedingt so eine Scheibe. Scheiße, wir brauchen eine Scheibe. Wo waren die? Die war hier, ne? Ja, da. So, wo ist denn jetzt die Scheibe? Oh, ich Idiot, wir hatten ja noch welche. Eieiei. So, erstmal aufrüsten. Da, ihr seht's ja. Also. Oh, es ist Tag. Ja, nice. Können wir noch ein bisschen Baumwolle pflücken? Tut mir leid, aber das muss man ja so sagen. Ein bisschen Baumwolle. Wir müssen ja noch unsere komplette Rüstung haben. Haben wir jetzt mal gesehen, wie ein Stufenaufstieg so aussieht. An sich nichts Besonderes, klar, aber man weiß ja nie, ne? Hier unten würde ich auch ganz gerne mal hin. Da ist sogar eine Ruine, glaube ich, weil da ist so ein komischer Ruinstein. Den brauchen wir ja auch für irgendwas. Für diesen Schutzwall. Hier unten können wir auch eigentlich mal rein jetzt so kommen. Hier weiß ich, hier gibt es immer so einen kleinen, ich sag jetzt mal so einen Mini-Boss, also einen Gegner, den es sonst nicht gibt. So. Den da. Aber ihr seht, der Mini-Boss ist noch ein bisschen zu nett ausgedrückt. Erinnert aber doch stark an Zelda. Erstmal ganzen Vasen kaputt machen, allein das erinnert schon an Zelda. Und so die Tatsache, wie die kaputt gehen. Das erinnert an Wind Waker ganz stark. Oder allgemein an den Cartoon Link Spielen, die sehr, sehr cool sind, meiner Meinung nach. Also Wind Waker habe ich damals so krass gespielt. Sogar durch.
War mein erstes und ist auch mein einziges Zelda, was ich durchgespielt habe. Ach Quatsch, wozu habe ich denn hier? Okay, ich habe eine Ratte. Okay, mein neues Haustier, eine Ratte. Oder irgendeine Zutat, ich habe keine Ahnung. Kann man eigentlich auch die Schilder mitnehmen? Weil hier steht ja jetzt, die tapferen Abenteuer, die es so weit geschafft haben, sollen sich den verdienten Schatz nehmen. Das ist mein Schild jetzt. Ja gut, Holz. Ja, Holz, ganz normales Holz. Portalfragment, Flammenrubin, Baumwolle, schwacher Heiltrank. Achso, ja genau, man kann jetzt das Inventar wechseln. Zur Registerkarte wechseln und... Inseldetails, okay. Alabasterbusch, Gartenpilz, Bomberbusch, Weizenfeld. Ach, guck mal. Steinblock, das sind die Erze wahrscheinlich. Das hier sind, ja, Natur, das sind die Gegner. Grüner Schleim hat kein Element, Giftmade schon. Oder das, was man bisher so entdeckt hat, ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen hier schnell reisen, damit wir zu unserem Platz kommen. So, ja, ich will diese... Soll ich die Dinger jetzt mal platzieren? Ich meine, warum eigentlich nicht, ne? Warum nicht? So. It's Magik. Wo ist denn das? Wo soll ich denn das herstellen hier? Die Ratte, was ist denn die Ratte eigentlich? Die sieht so süß aus. Sonstiges. Okay, das ist gut. Das geht tatsächlich nicht. Man muss es echt da drinnen machen. Hier ist also das Portal. Nee, durch das Portal will ich noch gar nicht. Ich habe hier noch nicht mal alles entdeckt. Ich will noch ein bisschen gucken. Sonst was. So, weg von meinem Haus. Das ist meins. Au, Sau. So. Und erstmal zubauen. Das sieht zwar ein bisschen scheiße aus, aber was soll's. Gut, was können wir denn jetzt machen? Wir können unsere Rüstung, glaube ich, komplett herstellen, wa? Sieben. Sieben sieht mir gut aus. Nice. Okay. Haben wir, würde ich sagen. Ausrüsten. Warte, was macht denn das, Mechaniker? 1% Chance, 7% Haltbarkeit wiederherzustellen, wenn Schaden verursacht wurde. Oh, also wenn ich angegriffen werde nur. Ja, das ist ein bisschen doof eigentlich, aber gut. Rüstung ist Rüstung. Jetzt sehen wir so aus. Ja, warum nicht? Okay, der Helm, der passt gerade echt gar nicht. Also der Helm ist wirklich... Wie kann ich denn den Helm ausschalten? Ach, da, unten. Der sieht kacke aus. Ja, der sieht doof aus, ja. Na gut. Ich würde sagen, das war's dann auch mit diesem Einblick in Portal Knights. Es ist natürlich noch viel interessanter, als man jetzt bisher noch denkt. Jetzt denkt man eher so, ist Minecraft für 3D und Minecraft ein bisschen hübscherer Grafik. Ohne Shader natürlich, versteht sich. Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Allein sowas wie, klar, das hier gibt es auch alles bei Minecraft. Ein Altar zum Verzaubern wahrscheinlich. Oh, hier brauche ich noch Stein. Ups, das mache ich mal noch schnell. Aber allein, dass es halt kein Minecraft ist und dass man sich hier leveln kann, was ja bei Minecraft erst dazu ging. Und dass hier Talente sind und dass man andere Ausrüstung hat mit unterschiedlichen Werten und sowas alles. Und das erinnert dann doch eher so einen typischen Rollenspiel Minecraft, sag ich mal, als jetzt im richtigen Minecraft. Also von daher, seid da nicht irgendwie abgeschreckt, falls ihr Minecraft hasst.
Ich mag Minecraft mittlerweile auch nicht mehr so. Ich habe es damals auch gesuchtet wie ein Blöder. Zusammen mit Kumpels, da haben wir 8 Stunden locker durchgemacht und da ist uns nicht mal aufgefallen, dass 8 Stunden schon um waren. Aber hier, das ist ein bisschen was anderes. Das kann man gut mit einem Kumpel zusammen spielen, bin ich der Meinung. Und ja, wagt euch daran. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann sagt Bescheid. Da werde ich einen neuen Charakter machen. Ich werde sowieso einen neuen machen, den ich privat dann mehr spiele. Zwar Magier und Nahkämpfer. Weil der Archer ist doch recht leicht. Wirklich zu leicht. Der Magier wird zwar wahrscheinlich noch besser sein, also noch krasser. Aber, ja. So, wo steche ich dich denn hin? Ich würde mal sagen, direkt daneben. So, zack. Hier kann ich dann zum Beispiel was machen? Kupferbarren. Dafür brauche ich aber erstmal Kupfer. Kupferplattenblock. Dachziegel. Ja, da, also okay, das hier ist jetzt wirklich so für die kosmetischen Sachen gedacht. Sieht mir tatsächlich mehr so aus. Was macht denn eine Feuerstelle eigentlich? Oh, Schmelzofen 2 gibt es auch noch. Basaltsteinblock. Okay. Gut, das war's jetzt mit diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Portal Knights oder Dice of Luck, wie auch immer. Haut rein und ciao.